Welche Herausforderung? Nochmal! Machen wir es nochmal! Ja, mhm. Wenn man schüttelt, dann klettert er schneller, weißt du? Ja. Ja, boah, Alter, wie knapp. Tic-Tac-Turnier 2. Es hat schon ein Ding gemacht. Es war schon zu spät eigentlich. Geil. Puh. Hä, geschafft. Schön. Hm. Gut. Und wo ist das Turnier Nummer 1? Hm. Aber wir haben es geschafft. Wie viele Monde gibt es denn hier? Hi. Was? Was? 37? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Lorey, wieso schreibst du eigentlich Gamechicks, so heiße ich nicht mehr? Was stinkt und freut sich ein Geburtstagskind? Ja, so ist es. Gut. Leute. Würde man sagen, das meiste haben wir hier erledigt, oder? Reisen wir in ein neues Land, oder? Das ist mal eine Idee. Los geht's. Bin ich dafür. Yeah. Ein neues Segel. Nice. Ah, es ist bald voll, hä? Huh? So wie es aussieht, noch zwei Länder? Wahrscheinlich? Oder drei, irgendwie so? Aber nicht mehr viel, so wie es aussieht. Okay, ab ins nächste Land. Das Schlemmerland. Wird aber auch mal Zeit. Stimmt, da war ja was. Das haben wir relativ am Anfang schon gesehen. Bowser kann uns nicht davonlaufen. Ist halt so. Ab geht's ins Schlemmerland. Dass das so spät kommt, ne? Das habe ich schon ganz vergessen, das Schlemmerland. Auf geht's. Tschüss, Polarland. Wir sehen uns. Ein andermal. 202 Monde. Cool. Ich kann ein bisschen auf die Seite rutschen, ne? Also ein bisschen so. Zur Hochzeit wird es also auch eine Zuckergusstorte geben. Aber nicht, wenn wir die Bande vorher abservieren. Haha. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen? Können wir nicht. Wir sind auf dem Weg ins Schlemmerland. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Okay. Also ein Hochzeitsfestmahl möchte Bowser da wohl noch haben, irgendwie, für die Hochzeitsfeier? Das Schlemmerland. Schmausspitze. Oh, was? Ein Steak? Was? Da ist irgendein Vogel auf dem Berg. Das ist ein sehr faszinierendes Land. Die Broodles als Vorkoster. So, die Broodles sind da. Ja, muss ich denn jetzt gegen alle kämpfen? Oder was ist denn, warum sind denn die schon wieder da? Das ist ein sehr faszinierendes Land, sehr polygonhaftig, oder eben auch nicht, polygonarmes Land irgendwie. Das sieht aus wie Sprudelmuddel. Ich glaube nicht, dass wir da überleben können. Probieren wir es aus. Okay, 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 einmal geht. Einmal geht? Es ist also heiße Lava, wir sterben nicht sofort wie in Gift. Okay. Und Kochgumbas, wie süß. Was ist das? Okay. Das hüpft einfach in der Gegend rum. Und was ist das hier für ein Haufen? Ist das ein Haufen Salz? Wahrscheinlich. Jetzt komme ich halt nicht an diese eine Pflaume daran. Aber was soll's? Hä, wir haben hier einen Mond. Achso, ja klar, wir haben hier schon einen Mond. Weil wir den geheimen Bereich schon gefunden hatten. Gumba! Hallöchen! Süßes Ding. Achso, warte. So. Die Musik ist schön. Perfekt. Und rüber. Oh. Oh, heiße Tomaten. Hey, das sind Gegner. Hä, wie cool. Das ist eine lustige Idee. Tomaten als Gegner. Das ist mal was Neues. Ein riesen Maiskolben. Oh. Hm. Ah, schneller.
Ach, wie süß, die Gumba-Dame wieder. Mensch, da bin ich ja instinktiv richtig gelaufen, aber ich brauche noch einen Gumba. Scheiße. Kommando zurück. Scheiße. An den heißen Tomaten vorbei. Hooray. Da hast du deine heiße Tomatensuppe. Im Prinzip. Jupsa. Oh, war das knapp. Und einmal ruff. So, das muss eigentlich reichen. Mehr Gumbas gibt's hier nicht. So, wieder rüber. Boah, wie eng das immer ist. Heiße Tomaten, Vorsicht. Kommt her, kommt her. Ich weiß, ihr könnt springen. Ah, scheiße. Okay, ich muss irgendwie vorbei. So, einmal rüber. Über den heißen Mais. Mhm. Und reicht das? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ein blauer Mond. Die Musik ist echt schön hier. Da-da, da-da, dam. Romanze inmitten der Lava. Süß. Ja, nice. Warte, warte, Tomaten. Tomatenmatsch. Jetzt hast du wirklich Tomatensuppe. Ih, cool. Da können wir auch noch rüber. Aha. Moment, da war ein Lava-Bubble. Die können wir übernehmen. Das habe ich schon mal gesehen in dem Trailer. So geil. Wir sind ein Feuerball. Wie cool ist das? Jetzt können wir die lila Brühe durchqueren. Das ist schon mal schön. Können wir damit auch an Land? Oder? Nein. Scheiße. Ich dachte, ich komme jetzt da irgendwie rüber. Also wie es aussieht. Nicht so. Hm. Moment. Hä? Gibt's nicht. Da hinten können wir irgendwie hin. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, genau das wollte ich nicht. Vorsicht. Alles klar. Es funktioniert einfach nicht. Egal. Dann halt so. Und was hat mir das jetzt gebracht? Nicht viel. Da hätte ich, glaube ich, auch durch anderen Wege hier hingehen können. Aber jetzt haben wir einen Feuerball. Jetzt können wir auf jeden Fall dahin und da oben ist ein Mond. Wie komme ich denn da ran? Pinky Guffel, ja. Stimmt, da war was. Ja, es ist so pink, pink-lila, pink, irgendwie so, ne? Eher pink. Rosa. Hui, Münzen! Ah, ja, ja, da hätten wir durch können. Ich sehe es. Ja, okay, okay, okay. Da oben ist auch nochmal ein Durchgang. Wow, Mario, geil! Oh ja, mach's am besten nochmal. Ja, 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 ja. Was? Das habe ich nicht erwartet. Ihr macht es einem echt einfacher. Ach so, nochmal lila Pflaumendinger. Okay, sollen wahrscheinlich Tomaten sein, oder? Genau das wollte ich nicht. Scheiße. Ich wollte da ganz hoch. Hey, ich bin ja der Master im Springen heute. Der Jump'n'Run Master am Start hier. Was ist das denn? Jetzt gibt's wieder Tomatenmatsch. Tomatenmatsch! Hey, ei, ei, ei. Was machst du denn, Mario? Oh Gott. Oh mein Gott. Nee, das funktioniert nicht. Zu weit weg. Ja. Ah. Komm, schnapp ihn dir. Sehr gut. Jetzt machen wir einfach mal einen gescheiten Weg. Puff. Da sind ja schon... Da ist ja schon der Hauptmond. Da geht's ja schon los mit den Broodles. Oh nein. Hä, der Gelbe ist jetzt vollständig weg. Das ist ja interessant. Also ich muss gegen alle nochmal kämpfen, oder? Oh, wir haben echt tonnenweise Schlemmer in Töpfe des Hochzeitsessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen, aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Ich habe doch nur noch ein Leben. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, scheiße. Das schaffe ich nicht. Ah, jetzt schon. Jetzt schon eher, zumindest. Nee. Du bist ja noch einer der Einfacheren.
Autsch. Lol, instant getroffen. Ups. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Geil. Wow. Scheiße. Jetzt nur noch drauf. Nee, es war so knapp. Was ist denn das? Hallo, Cookie. Ah. Mängel, deine Power kam, glaube ich, zu spät. Oh Mann. Scheiße. Fuck. Mann. Ich hätte es doch so fast geschafft. Mann, ich wäre so glücklich gewesen. Nein, es muss einfach gar nichts auf Anhieb funktionieren. Was ist denn los hier? Scheiße. Manno. Jetzt kriege ich ihn aber. Jetzt ist einfach Sense. Ein kurzer Prozess mit dir, mein Freund. Oder auch nicht. Leute, Leute, Leute. Na komm her. Ja. Achso, erstmal. Ja. Schon wieder derselbe Kack? Ich war doch eigentlich schon auf seinem scheiß Schädel. Verstehe ich nicht. Lol, ich war doch schon weggesprungen. Boah, war das knapp. Hab ich dich. Boah. Das hätte wieder so schief gehen können einfach. Heilige Scheiße. Gut. So viel dazu. Wahnsinn. Powermond. Yay. Da-da-da-dam. Die Brudels als Vorkoster sind jetzt Geschichte. Wundervoll. Gut. Unter den Käsefelsen. Es wird eine sehr käsige Angelegenheit. Gut. Geschafft. War das nicht super? Naja. Ging so. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Denn da haben wir noch mal ein paar lila Tomaten. 100 Stück davon gibt es hier. Na super, toll. Jetzt sind wir auch hier oben. Siehst du mal, da wollte ich ja eh hin. Hopp. Ah, scheiße, brauche ich nicht. Der heißt bestimmt irgendwas mit auf dem Salzberg oder so. Eine Handvoll Salz. Nee, am Rande einer Salzansammlung. Ja, okay. Gut, hätten wir den aber auch. Oh, noch mehr Tomaten. Da komme ich jetzt aber erstmal nicht ran. Da hinten ist eine Tür und eine Flagge zum Speichern mitten im Nichts. What the fuck? Hä, da ist ja noch ein Mond. Hä, der ist ja mal voll seltsam versteckt. Hinter dem Säulenschatten verborgen. Das ist sehr interessant. Okay. Yay, Münzen. Okay, warte, warte, warte. Nein, da komme ich nicht rüber. So, Hallöchen, mein Kleiner. Einmal durch den Ring, wunderbar. Und nun? Hier hört einfach immer die Musik auf. Faszinierend. Wieso? Da passiert ja gar nichts. Was bist du denn? Achso. Der sieht ja lustig aus. Was duftet hier so lecker? Köstlich. Ach, was? Ihr seid Kreaturen? Wir kommen auf der Schmausspitze, der Ort, an dem kulinarische Träume wahr werden. Ich würde dir nur allzu gerne alles zeigen. Leider steht uns momentan die Brühe bis zum Hals. Oh je. Ist das wegen dem Vogel da oben? Was ist das denn für eine Musik?